Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Horizon Forbidden West. Und ja, wir sind zurück in unserer Basis, um mit Gaia zu reden. Denn wir haben ja sozusagen das Geheimnis von Dead Pharaoh gelöst und haben die Omega-Freigabe. Glaube ich, zumindest. Das Grün macht sich gut hier drin. Und nun gehen wir zuerst zu unserer Kiste. Schmutz, den wir herbringen. Nur mal so nebenbei. Ihr bringt immer mehr Gerümpel, oder? Sollten wir mehr davon um uns haben. Ganz schön viel Zeug. Ich finde es schön. So. Oh. Ah. Wenigstens bringt auch immer da Zeug mit. So. Auf zu Gaia. Ach ja, und wir haben ja so eine Drohne geholt. Die machen wir auch nebenbei gleich. Damit ich die nicht vergesse. Willkommen zurück. Yo, bin wieder da, Gaia. Servus. Aber zuerst hier ran. Na also, mehr Daten für die Kuppel. So. Also im Endeffekt sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drohnen wären noch übrig. Und die hier, die da, haben wir zusammengeholt. Darum würde ich sagen, wir benutzen die. Es dauert immer ein bisschen, bis das Ding geladen ist. Aber dann sieht es eigentlich recht cool aus. So. Hervorragende Wahl. Ja. Ist recht hübsch geworden, hä? So, jetzt zu dir, Gaia. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lang dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Val, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Okay. Warum ist ihr Zustand schlecht? Ja, es sollte eigentlich gut gehen. Ihr hockt nur zu Hause herum und bastelt. Mehr oder weniger. Bevor wir aber zu Beta gehen, werde ich noch schnell meinen Munitionsvorrat und alles aufstocken. Also Kühe und Seekühe, aber sie sahen sich nicht ähnlich. Die Alten hatten Kühe und Seekühe. Outfit-Upgrade geht auch. Was für eins? Sobeks Kleidung kann ich aufwerten. Sollte ich das? Kommt. Was gibt's denn da? Ja, das ist kein Problem. Das kann man aufwerten. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal. So, Munitionsherstellung. Da haben wir 24, 3, 8, 17. Da habe ich nur 10. Da machen wir mal welche. Da habe ich nur 4. Da baue ich auch welche. Rest scheint zu passen, oder? Ja.
Fallen passt auch. Upgraden kann ich gerade nicht. Ich muss echt mal ein paar Tiere jagen gehen. Aber ich brauche halt so Sachen wie Präriehund, Kaninchen. Pelikanfeder. Ich habe echt schon ein paar Pelikane gekillt und habe noch nie eine Feder daraus bekommen. Eieiei. Den Krötenessenknochen? Alter, okay, das wird alles ein bisschen schwieriger werden. Naja, so soll es jetzt sein. So. Ding habe ich geholt. Material sollte ich eigentlich aufgefrischt haben. Kann ich nochmal holen? Oder? Gut. Dann würde ich sagen, jetzt ab zu Peter und dann schauen wir mal, was so draus wird. Hui. Jawohl. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Danke. Peter, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Überlege dir, wie die Chancen stehen. Okay, das wäre eher so ein Elizabeth Sobeck-Ding. Ich beschütze dich. Das ist wohl eher so ein Schwestern-Ding. Fasse Mut. Nein, das ist eher so ein kriegerisches Ding. Ach, kommt. Auch wenn ich sie nicht wirklich leiden kann, sie ist ja trotzdem irgendwie meine Schwester. Also, ich beschütze dich. Val und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Peter. Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Peter, du bist nicht kaputt. Peter, schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen.
Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich gehe mit. Du sagst, du willst mich beschützen. Ich glaube dir. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Zeniths uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen? Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Gut. Ich gebe ihr 2 Minuten. Aloy, wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Okay, ich gebe ihr vielleicht keine 2 Minuten. Dieser okay. Fest. Yo, Gaia. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, Aloy. Hey, Gaia. Also, Beta und ich, du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, 2 Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Alter. Okay. Das ist echt viel. Nee. Das machen wir nicht. Ich denke, wir sind bereit, oder? Ja, wir sind bereit. Also, gehen wir nach Gemini. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Alles klar. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Beta, Aloy.
Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Gaia, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime, aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime, aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgehen. Stärke Gegenmaßnahmen. Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreifung schickt mir vor. Initiiere Eventualfall 13F. Halt, was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung unzulässig. Ein Riss? Da! Anlage aktiviert. Starte. Autonome Verteidigung. Anweisung neutralisieren. Also sind Maschinen auf dem Weg. Achtung! Da kommen sie! Oh Mann, okay. Karl, bleib hier und beschütze Beta! Okay. Auf in den Kampf. Sei vorsichtig! Da und da, uiuiui! Da schießt einer. Hast du ihn verloren? Ja, perfekt. Bleib weg! Und Gift. Nee. Zurück! Aloy! Hilfe! Ich muss nachsetzen. Keine Zeit! Hier drüben, du! Wow! Nicht gut! Bis den! Bring dich in Sicherheit, Aloy! Ein Krank, dankeschön! Aloy! Ich brauche hier Hilfe! Keine Zeit! Das Vieh ist ganz schön nervig! Lock sie von Beta weg! Gift! Noch ein Gift! Bleib weg! Gift! Nein! Okay. Und Nummer 1 ist down. So, nachladen. Wind nachgeladen. Gift nachladen. Giftschut ausrüsten. Hier drüben, du! Boah, Alter. Jetzt gehst du aber drauf, Alter. Oh, vielleicht doch nicht. Boah, Alter. Aua! Wow! Die ist beschädigt! Aloy! Ich brauche hier Hilfe! Ja, ich hab grad den Gehirnerschütz so irgendwie kann. Ich fühle mich grad selber nicht. Sie von Beta weg! Das waren erstmal alle. Seid ihr beide okay? Alles okay. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist. Ja? Er ist fort. Weiß, irgendwo da drin wahrscheinlich. Alter, war das jetzt nervenaufreibend. Die Viecher haben es echt drauf.
Werde ich bald brauchen können. Ja. Wahrscheinlich. So. Gibt es hier irgendwo noch Lot? Da ist was abgefallen. Ich komme gleich zurück. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist... Ja, ich weiß. ...tiefer in die Anlage geflohen. Ich werde ihn wieder hertreiben. Ich repariere in der Zwischenzeit den Kern. Beschütze sie, Varl. Ja, mach da mit Sicherheit. Mehr oder weniger. So. Sehen wir irgendwo noch Lot. Da ist ein Gegner. Also ein toter Gegner, aber ein Gegner. Oh, da hinten ist noch Lot. Hm? Da ist noch ein Kraut. Mittlere Vorratskiste. Ja, die nehmen wir doch mit. Da ist Munition. Die nehmen wir auch mit. Kann nicht schaden. So. Was haben wir da oben? Brutstättentür. Ich hab den Ding durch die Knarre runtergeschossen. Wo liegt denn die? Oh. Ja. Soll ich jetzt genervt sein, dass ich eindeutig klettern muss und dieses Ding nicht mitnehmen kann? Okay. Dann mal hoch mit uns. Okay, ich muss Hephaestus finden und ihm aus seinem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Ja. Sollte er, müsste er... Verbindungsknoten 183 deaktivieren. Was heißt das? Hm? Hephaestus? Sprich? Wie komme ich denn da rüber? Aber wenn ich da runterhüpfe, bin ich tot. Oh. Wie komme ich da rüber? Wahrscheinlich ganz darüber gleiten, schätze ich jetzt mal, oder? So ist es leicht. Aloy, ich habe mich in deinen Fokusfeed gepatcht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da. Ja, ja. So, ich brauche einen Zugwerfer. Wahrscheinlich dafür, oder? Oh, ziehen. Ah, okay. Ja, Hephaestus, sei mal ein bisschen leiser. Da unten ist im Endeffekt nur Energie, oder? Ja. Gut. Dann mal hoch. Hm. Hallo, Kiste. Eine Kiste für mich und noch eine Kiste. Oh Gott. Das ist eine Art Produktionskammer. Hephaestus plant irgendwas, keine Frage. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich wette, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaestus. Er baut einen richtig fetten Oschi. Aber was er da baut, werden wir erst das nächste Mal erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Ciao!